Willkommen zu einer Repaint-Vorstellung hier für den Train Sim World 2. Wir fahren nicht ganz, aber wir fahren auf jeden Fall mit der Baureihe 146 und gucken uns mal für ein paar Minütchen dieses Repaint an. Das ist nämlich hier in diesem VVO-Design. Ein Ticket, alles fahren. So, gucken wir mal ganz kurz. Ach, das Signal ist noch rot. Oh. Dann ziehen wir besser die Bremsen an. Genau, also, wir haben hier. Ich steige einfach mal aus, solange das Signal rot ist. Also, wir haben hier unsere Baureihe 146 in diesem VVO-Design, die 146-217, eine fiktive Lok. Beziehungsweise eine fiktive Lackierung, denn die 146.2 ist niemals in dieser Lackierung rumgefahren, sondern die 146.0, 146.1. Also wir haben ja auch schön viele Details. Ja, die Frau ist auch fasziniert davon. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal ein paar Meter damit. Fahrtrichtungsändern, Vorwärtsstellung. Und auf geht's. Also ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal ein, zwei Stationen und gucken uns dabei dieses Repaint ein paar Mal an von außen. Zugbeeinflussung. So, was steht da? S. Bremsen wir schon mal langsam. Und stellen uns mal hier am Bahnsteig hin. Sagen hier so. Aus dem Weg. Danke.
Kann auch hier mal durch die Dostos durchlaufen. Das sind die gleichen wie vorher. Aber hier können wir mal die hier die Haltbeleuchtung anmachen. Die ist viel besser. So, dann würde ich sagen, fahren wir noch eine Station. Bis Radebeul Kötschenbroder. Na? Hallo, einmal bitte Bremse lösen. Okay. Das nehmen wir direkt mit. Wahnsinn. Jawohl. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Radebeul West. West? Sind wir hier nicht in Kötschenbroder? Whatever? Schon. So, genau, das wäre es gewesen. Den Download-Link zu diesem Repaint gibt es in der Videobeschreibung, selbstverständlich. Ich danke euch fürs Zusehen, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.